Diese Drohne im Hintergrund, die rettet heute zwischen Karben und Gronau Tierleben. Denn in den hohen Feldern, bevor die Bauern diese ernten, verstecken sich ganz oft kleine Rehkitze, machen sich da kuschelig, gemütlich, ist natürlich super gefährlich. Denn wenn die Bauern kommen und mähen wollen, dann kann das ganz, ganz übel enden. Und damit das eben nicht passiert, sind die Johanniter heute Morgen unterwegs hier in der Wetterau und fliegen die vielen Felder mit Drohnen ab und kontrollieren und gucken, ob sich kleine Rehkitze in den Feldern verstecken. Und da habe ich einen Experten jetzt bei mir. Schönen guten Morgen. Manuel Schweiger, Drohnenstaffel, Drohnenpilot von den Johannitern. Wir lassen sie mal ein bisschen höher fliegen jetzt und dann schauen wir uns auch auf dem Display einmal an, ob wir jetzt ein kleines Rehkitz finden. Warum ist dieser Job so wichtig? Man merkt ja jetzt schon, die Bauern kommen schon mit ihrem Mähwerk an. Das geht alles Schlag auf Schlag, dass schnell abgesucht wird, dass man die Rehkitze findet, bevor sie vermäht werden halt. Und mit Wärmebilddrohnen ist es halt einfach zu machen. Jetzt sind die Johanniter heute Morgen schon um 4:30 aus dem Bett, sind hier schon in den Feldern unterwegs. Was ist die Tagesausbeute? Haben sie schon Rehkitze gefunden und retten können? Bis jetzt haben wir eins gefunden, aber es sind noch andere Teams unterwegs hier in den benachbarten Wiesen. Wie die jetzt unterwegs waren und ob die was gefunden haben, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben eins auf 2 Hektar ungefähr gefunden gerade. Wie läuft das jetzt dann genau ab? Also wir schauen aufs Display, die Drohne findet ein Rehkitz irgendwo im dichten Feld und dann kommt ihr Team dazu. Und wie läuft diese Rettung dann genau ab? Genau, wir haben jetzt hier an den Wegen verschiedene Posten verteilt mit Körben. Wenn wir was finden, schicken wir die dann zu dem Punkt. Die gucken, ob es ein Kitz ist oder ein Hase. Das kann ja auch sein, die Größe ist ungefähr gleich. Dann stülpen die den Korb drüber, markieren den und dann fährt das Mähwerk außenrum. Und somit ist es dann geschützt. Super, dann hoffen wir, dass wir noch 1, 2 Rehkitze jetzt hier in den nächsten Stunden finden, die gerettet werden. Und dann können die Landwirte auch kommen und ihren Job tun. Und dann sind, glaube ich, alle glücklich. Vielen lieben Dank für den Einblick. Und dann lassen wir die Drohne jetzt noch ein bisschen fliegen und kreisen.